Herzlich willkommen zum sechsten Teil der PowerPoint-Reihe für die Videoerstellung aus PowerPoint heraus. Dieses Video dreht sich jetzt um fortgeschrittenere Animationen. Ich habe das jetzt Übergangsanimation getauft, weil ich hier mich hauptsächlich darauf konzentriere, wie Animationen während des Übergangs eingebaut werden können und was für Tricks man da anwenden kann und vielleicht sogar auch muss, damit es einigermaßen flüssig läuft. Also los geht's. Wie immer starten wir mit einer leeren Präsentation und wir beginnen jetzt mal mit dem großen Themenblock, ja, Übergänge. Im Prinzip, ich mache jetzt hier einfach mal so einen Text. Hallo auf mein erstes Slide und machen wir das mal auf, ja, 32. Dann haben wir noch ein paar Sachen hier, egal was, also irgendwelche Sachen, die halt für die Präsentation wichtig sind. Ich habe es beim allerersten Video schon mal gesagt, wenn wir jetzt irgendwas mit Übergängen machen, angenommen, ich möchte jetzt im neuen Slide hier noch ein paar zusätzliche Sachen dazu bauen, dann empfehle ich nicht, hier einfach eine neue Folie zu machen und dann irgendwie versuchen, hier den ganzen Kram wieder so hinzudrehen, dass es passt. Also, hallo und 32, weil wenn wir jetzt hier die das ist Hallo mal links oben beobachten und ich gehe auf die nächste Folie, dann springt es. Und das jetzt hier so einzurichten, dass es wirklich passt, das ist mühsam und macht wirklich keinen Sinn. Sondern es ist im Regelfall besser, mit Steuerung C, Steuerung V die komplette Folie zu duplizieren und dann einfach das rauszunehmen, was wir da nicht mehr brauchen. Und dann haben wir eben garantiert das Element an der Stelle, wo es vorher eben auch war. Wenn ich jetzt im Nachhinein feststelle, hoppla, ich wollte diesen Pfeil auch mit haben, dann kann ich auch natürlich diesen Pfeil markieren, mit Steuerung C kopieren und hier dann mit Steuerung V wieder einfügen und dann sehen wir, ist er auch an der gleichen Stelle. Also das funktioniert auf jeden Fall auch, aber ich habe die Erfahrung gemacht, als allererstes Mal das Slide wirklich zu kopieren und danach eben die Anpassungen zu machen. Gut. Recht viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Eine Sache vielleicht noch, angenommen, ich habe jetzt hier in diesem Slide relativ viele, das ist hässlich, relativ viele Animationen eingebaut, was auch immer. So. Gut, drei sind jetzt nicht wirklich viel, aber angenommen, es sind wirklich 20, 30 Animationen, dann macht es irgendwann mal Sinn zu sagen, hoppla, ich möchte die nächsten Animationen jetzt in dem nächsten Slide haben. Das heißt, hier habe ich jetzt eine ganze Latte an Animationen. Im nächsten Slide habe ich das 1:1 kopiert, nehme die alten Animationen raus und kann dann eben mit neuen Animationen eben weitermachen, wie auch immer. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Slide meine ganzen ersten Animationen und jetzt gehe ich aufs nächste Slide. Ich habe jetzt gerade geklickt und dann kommt diese Animation. Wenn ich diesen Klick, also ich habe jetzt sozusagen, ich zähle noch mal kurz meine Klicks mit. Also 1, 2, 3, jetzt habe ich alle Animationen von diesem ersten Slide eben abgehakt. Jetzt mache ich einen Klick für die nächste Folie. Jetzt bin ich sozusagen auf Folie 2 und jetzt der erste Klick dieser Folie würde die Rotation sein. Das ist manchmal ein bisschen nervig, um sich zu merken, welche Animation muss ich denn jetzt manuell starten. Und dann kann ich hier auch nach voriger ist schlichtweg eben der Seitenwechsel, das Ganze durchführen. Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, Klick 1, Klick 2, Klick 3, Klick 4, Seitenwechsel und die Animation beginnt eben entsprechend gleich mit dem Seitenwechsel. Also das wäre dann eben eine Möglichkeit, hier die Anzahl der Animationen pro Blatt ein bisschen zu reduzieren. Was nicht ohne weiteres geht, ist, wenn ich jetzt hier eine weitere Animation nochmal hinzufüge und eine Linie mache und
das Ganze jetzt wieder versuche darzustellen. Hoppla. So, das ist jetzt die Linie. Und jetzt der nächste Klick ist der Slide-Wechsel und jetzt ist mein Rechteck wieder oben. Das ist schlecht. Das heißt, ich müsste mich darum kümmern, dass das Rechteck wieder sozusagen an der richtigen Stelle ist. Und dazu macht man Folgendes. Ich klicke das jetzt hier rein und schaue jetzt, dass dieses Rechteck genau da ist, wo das andere ist. Das bewegte, also das durch die Linienverschiebung dieses Rechteck. So. Das heißt, wenn wir es uns nochmal anschauen. So, und jetzt kommt die Linie und das schiebt mir das Rechteck jetzt genau da drauf. Und dann mache ich das, was ich im letzten Video schon mal gezeigt habe. Dann lasse ich dieses erscheinen, dieses verschwinden und mache die beiden einfach nach jeweils dem vorigen. Das heißt, das Ding schiebt es runter, das untere erscheint, das obere verschwindet. Also. So, jetzt geht es runter. Jetzt hat es schon getauscht, das haben wir jetzt gesehen an der Z-Achse, also an der Ebene. Und das bedeutet jetzt, tun wir den wieder hoch, dass es wieder einheitlich ist, dass ich dieses Rechteck jetzt hier kopieren kann, hier einfügen kann. Das nehmen wir wieder raus, diese Animation. Das sollte in den Hintergrund gehen. So, und jetzt ist beim Slide-Wechsel, wechselt er sozusagen von der Ansicht dieses Elements auf das gleiche wieder, weil wir haben es auch rüber kopiert und damit haben wir eben dieses Problem auch gelöst, dass wir jetzt hier unsere drei Animationen haben. Jetzt die Bewegung, jetzt wird das Ding getauscht, klick auf die nächste Folie und dann ist es eben entsprechend noch da. Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten Sachen zu den einfachen Folienübergängen. Bei Animationen ist es so, dass ich wirklich manchmal eine Folie 3, 4, 5 Mal hintereinander habe mit den gleichen Inhalten, nur dass sich die Animationen ein bisschen, dass die eben sich geändert haben. Einfach um den Überblick bei den Animationen nicht zu verlieren. Wie gesagt, ich habe schon Slides gehabt mit, ich glaube, knapp 80 Animationen an einem Stück und dann wird es wirklich unübersichtlich. Da sollte man es dann wirklich aufteilen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Nehmen wir das mal alles raus hier. So. Und zwar eine sehr, sehr praktische Sache bei den Übergängen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt mal einfach mein, hoppla, ein Rechteck. Okay. Und Steuerung C, Steuerung V. Ich mache jetzt das nächste Slide und ich schiebe es einfach woanders hin, dieses Rechteck. Und beim Übergang von der Folgeseite, also der zweiten von den beiden, stelle ich jetzt Morphen ein. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Slide 1, Slide 2 und jetzt wandert der darüber. Morphen ist im Prinzip eine Funktionalität, die es mir ermöglicht, den Übergang, den harten, eigentlich harten Übergang von der Position, also von dieser Position auf diese Position, gleitend zu gestalten. Und mit dieser Morph-Funktion kann man ziemlich viel Unsinn machen. Ich kann beispielsweise hier die Größe einfach ändern und dann ändert es die Größe. Das heißt, das, was ich beim letzten Video gezeigt habe, mit diesen mehreren ineinander liegenden Animationen, damit es eben wirklich auch händisch passiert, muss ich beim Morphen gar nicht machen. Das geht hier, das rechnet der Rechner von automatisch aus. Wie gesagt, nicht jeder hat die Version, die Morphen eben unterstützt, aber wenn man das hat, sollte man es auf jeden Fall nutzen. Der in Anführungsstrichen Nachteil von dem Morphen im Vergleich zu dem manuellen Zusammenbauen solcher kombinierten Animationen ist, dass das Morphen immer nur von Folie zu Folie, also vom Übergang her eben möglich ist. Aber mein Gott, da machen wir halt ein paar Übergänge mehr. Das sollte jetzt auch kein großes Problem sein.
So, und mit diesen Morphen werden wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen, weil da kann man wirklich ein paar Sachen machen, die ja aus meiner Sicht für Videos sehr, sehr praktisch sind. So, dieses Morphen ist manchmal so ein bisschen zickig. Wenn ich jetzt beispielsweise hier ein neues Rechteck dran mache und das Ganze mir anschaue, dann morpht er mir jetzt auf das Neue und nicht auf das Alte. Da muss man ein bisschen mit Tricks arbeiten, beispielsweise ich muss das über eine Animation dann erscheinen lassen, und zwar mit vorheriger. Und wenn ich das Ganze jetzt mache, dann weiß er, es ist der da, und dann erst kommt der zweite. Also da muss man ein bisschen rumtricksen, aber ich sag mal, bis jetzt habe ich noch für jedes Problem dann eine Lösung gefunden, gerade mit diesen Animationen, das läuft dann ganz gut. So, was kann man damit jetzt alles anstellen? Wir können das Ganze mit Schrift beispielsweise realisieren. Also, hallo. So, ich kopiere es, füge es hier ein, lasse es hier runterlaufen und mache es kleiner. Und dann ist er hier. Bei Schrift ist schwierig. Hoppla. Wenn ich das Ganze jetzt so mache, dann funktioniert es nicht mehr, weil es eine unterschiedliche Schrift ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht sagt, hoppla, ich habe hier einen Punkt vergessen. Dann funktioniert es einfach nicht mehr. Also hier gilt auch zuerst mal richtig die einzelnen Elemente realisieren, platzieren und dann erst mit Kopieren die nächste Folie erzeugen, rüberschieben, und dann funktioniert es auf jeden Fall sauber. Gut, dann schauen wir uns noch was anderes an. Hierzu nehme ich jetzt mal eine Freihandlinie und Punkte bearbeiten, Punkt glätten. So. Gut, dann haben wir hier die Linie. Dann nehmen wir das wieder rüber. Und jetzt mache ich hier wieder Punkte bearbeiten. Nehmen wir den mal hier hin. Ziehen wir den ein bisschen auseinander, so, irgendwie so. So, und jetzt schauen wir uns an, was passiert. Und er zieht es tatsächlich sauber rüber. Also, da ist jetzt wirklich alles offen, da kann man wirklich unglaublich viele Sachen machen. Das heißt, an der Stelle, wenn ihr wirklich irgendwelche Verformungen oder sowas haben wollt, mit diesen Freihandlinien geht's. Es ist sogar möglich, neue Freihandlinien, Zwischenpunkte einzusetzen. Hier machen wir mal hier Punkt hinzufügen. Ja, was auch immer. Verbiegen wir den mal ordentlich. Und also funktioniert. Ein paar Artefakte gibt es manchmal, aber hey, soweit ist es mit Sicherheit für unsere Videos super. So, den nächsten Punkt, den ich erklären will, dann brauchen wir jetzt hier mal wieder Platz. Das ist jetzt ja, eine sehr, sehr interessante Sache. Und zwar, ich will mal so ein bisschen mit simulierten Kamerafahrten etwas machen. Und zwar brauche ich dafür jetzt erstmal ein Bild, und zwar idealerweise ein ziemlich hochauflösendes Bild. Ich habe mir jetzt hier mal für mein Beispiel von der NASA Blue Marble Seite eine relativ gut aufgelöste Weltkarte gezogen. Damit ich jetzt den Überblick nicht verliere, mache ich jetzt gleich mal Folgendes. Ich mache jetzt genau in der Größe des Bildschirms hier so einen Rahmen. Den mache ich mal rot und ohne Fülleffekt. Den werde ich gleich wieder rausnehmen. Das brauche ich, um, wenn ich das Bild jetzt größer ziehe, die Referenz auf dem Rahmen nicht zu verlieren. So, das haben wir hier so. Machen wir es mal wirklich ordentlich groß. Und fahren wir mal nach Europa. So.
Spätestens jetzt sollte klar sein, warum das Video einigermaßen hoch aufgelöst sein sollte. So, jetzt zoomen wir hier mal rein. Und was weiß ich. Machen wir das mal, dass man es einigermaßen sehen kann. So. Ungefähr hier. Das machen wir ein bisschen größer. 24 vielleicht noch fett. So, dann lassen wir das noch über Animationen reinwischen von links. Und so, genau. Dann nehmen wir den mal kurz raus. Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt mache ich Folgendes. Steuerung C, Steuerung V, ich mache es nochmal. Und hier in der Mitte nehme ich jetzt dieses Ding raus. So. Und wo wollen wir hin? Irgendwo in die Karibik. So. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier, nehme den nochmal kurz raus, ich habe jetzt hier den Pfeil an der Stelle und den Pfeil an der Stelle. Es sieht so ein bisschen aus, als würde die, mein Hintergrund oder mein Rahmen wandern, aber faktisch ist es so, dass eigentlich nur der Hintergrund wandert. So, jetzt machen wir hier Folgendes, Übergänge morphen. So, UI hier und I am hier. Damit es ein bisschen flüssiger läuft, würde ich jetzt Folgendes sagen, dass wir den hier Animationen mit vorheriger, ich glaube nach wäre besser, sehen wir gleich. Nö, passt. Okay, wunderbar. Das wäre mal eine Kamerafahrt. Und was man jetzt auch machen kann, jetzt schiebe ich den mal dazwischen, auch mit Morphen. Und jetzt zoome ich das Ding wieder auf die ursprüngliche, oder so, dass die komplette Weltkarte passt. So. So und ja. So rüber. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich mache einen Klick, ich mache einen Klick und ich mache einen Klick. So, das ist doch schon mal auch ganz nett. In hier, diese Zwischenfolie habe ich ja wirklich nur für die Grafik, also für den Zoom nach draußen. Und da möchte ich nicht zwingend noch klicken, sondern ich mache einfach nach 0 Sekunden, soll er im Prinzip weitermachen, also nicht warten. Und jetzt, wenn ich jetzt hier meinen Klick mache, mein Klick für den Seitenwechsel, läuft alles andere jetzt automatisch. Genau, also das ist schon mal eine ganz witzige Sache. Und das kann man dann eben tatsächlich gerade im technischen Bereich für Detailaufnahmen von Mainboards oder was auch immer verwenden. Also nutze ich ganz gerne mal. So, nehmen wir das wieder raus. Entfernen. So viel jetzt zum, hoppla, falsches, zum Thema Morphen. Der Fantasie sind jetzt hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Also da hoffe ich, dass ich euch jetzt ungefähr erklärt habe, was man damit machen kann. Und jetzt könnt ihr wirklich rummorphen, bis der Arzt kommt. Und ja, das wäre jetzt mal der erste Teil, also zu dem Thema Übergänge. Jetzt habe ich noch einen zweiten Teil vorbereitet. Diesen zweiten Teil, den habe ich in ein eigenes Video ausgelagert. Also insofern sehen wir uns dann beim nächsten Video.